Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry Primal. Wir sind immer noch dabei, irgendwie zu versuchen, das hier hinzubekommen. Wir haben ihn mal mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Ist auch okay. Es sind zwei davon. Oha. Aber die sind halt so hardcore nervig, ne? Letzter Pfeil. Oh, oh. Fuck. Kann ich die Pfeile haben? Okay, ich locke die jetzt erstmal wieder ganz intelligent hier zu mir. Jetzt zünden wir den Typen mal kurz an und komm mit. Danke. Hier, du wirst es brauchen. Pfeil anzünden, ja bitte. So, endlich. Dieses Mal ging es aber doch ein bisschen besser als beim letzten Mal. Vielleicht, weil wir nicht ganz so viele Fails hatten. Ja. Wir arbeiten daran, würde ich sagen. Zwei Außenposten fehlen uns noch. Gut. Ja, ich versuche jetzt erstmal so mitzunehmen, was noch geht. Aber ich denke mal, für die meisten Sachen sind die... für die meisten Sachen sind die Taschen auch schon voll. So. 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 Und das nehmen wir mit. Und ich glaube, das Gröbste haben wir dann auch schon. Holz, ja bitte. Was haben wir denn da? Dankeschön. Aber wie viele auch hier draußen liegen, ey. Uff. Das war ein richtiger Spaß. Letzter Pfeil. Oh, oh. Gar nicht gut. Was tut ihr hier? Okay. Das hatte wohl jetzt nicht so viel auszusagen. Oder war da irgendwas auf dem Boden? Egal. Ja, wir gehen einfach mal am besten direkt wieder weg. Ja, wo könnten wir hin? Boah, den Bär brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir eine Mission. Ich sehe schon innerlich, wie das endet, aber okay. Wenn sie es so wollen. Ich wollte gerade schon sagen, was ist das hier für ein Laden? Oh. Waren wir hier nicht mal? Weiß nicht, oder wahrscheinlich, vielleicht werden wir hier auch irgendwann später sein, keine Ahnung. Es kam mir irgendwie so vor, als hätten wir schon hier schon mal irgendwas gemacht. Okay. What the fuck? Ist ganz cute hier oben. So. So. Und wo ist die Mission? Ah, okay.
Wir sind also schon mal ganz richtig. Dankeschön. Ah, okay, guck mal, hier ist auch wie das auf der Karte eingezeichnet ist. Das ist irgendwie voll cool. Ich feier sowas. Gut, ist die Strömung denn hier auch so krass, dass wir mitgerissen werden? Nö. Wir können easy rüber schwimmen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das musste. Dankeschön. So. Hallo. So. Was geht da hinten ab? Merkwürdig. Das Holz hier nehmen wir auch nochmal mit. Wir haben es nämlich gerade echt nötig. So. Geht da ab? Ach, naja, gut. So. Das liegt jetzt auch noch auf dem Weg. Dann nehmen wir das auch noch mit und dann gehen wir zu der Mission. Okay, das liegt jetzt auch noch auf dem Weg. Okay. Das war wieder weird. Da würde ich da schon mal hochkommen, dann machen wir das schon mal. Komm mit. So, hallo. Und was soll ich hier jetzt tun? Ich soll jemandem helfen, dabei fliegen zu lernen. Okay, alles klar. Urki San Patra. San Patra. San Pau San Patra. Tap. Tapu Buddha Quala. Tapu Buddha Quala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Ha Patra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Okay. Das war weird. Aber der Typ wirkt auch nicht so ganz fresh, wenn ich ehrlich bin. Von daher, okay, I mean, wenn er Spaß dran hat. Nerv mich nicht. Oh nö, die wollen mich jetzt alle nerven. Au. So. Schildkröte, Rabe, Beißfisch, Schneevogel. Puh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ist das ein Rabe? Okay, das scheint schon mal funktioniert zu haben.
Vorausgesetzt, es ist ein Rabe. Was will dieses Vieh? Also die Jaguar-Dinger sind hier irgendwie so mit die dümmsten Viecher, habe ich das Gefühl. Ja, dann sehen die mich halt. Ich meine, ich sehe da jetzt nicht so das Drama drin. Bis auf, dass die halt dezent nerven irgendwie. Beißfisch, noch ein Jaguar. Schildkröten waren ja eigentlich immer in der Nähe vom Wasser. Ich würde sagen, wir laufen erstmal einmal hier so außen rum. Was verfolgt mich da denn schon wieder? Schon wieder so ein Mistvieh. Viel Spaß. So. Geht's ihm gut? Ich hoffe schon. Ah. Nein. Yes. Bist du ein Beißfisch? Ja. Perfekt. Da hatte ich mir auch so mit am meisten Sorgen drum gemacht. Schneevogel und Schildkröte brauchen wir jetzt noch. Na toll. Das muss ich gerade einfach mal ausprobieren. Okay, ich komme irgendwie nicht so wirklich voran. Oder doch? Okay, irgendein Vieh möchte mich gerade umbringen. Nice. Ja gut, dann gehen wir erstmal auf die Insel. Mann. Das war schon wieder so ein Kackfisch. Bist du ein Schneevogel? Ja. Jetzt brauchen wir nur noch eine Schildkröte. Puh. Ich glaube, die zu finden wird echt so mit am schwierigsten. Ah, okay. War doch einfacher als gedacht. So. Na toll. Mann. Gut, dann schwimmen wir erstmal wieder hier rüber. Und da kommt schon wieder direkt so ein fucking Fisch an, ne? Die Viecher sind so nervig. Und im Wasser kann man sich halt auch einfach so gut wie gar nicht wehren. Ach nö, ich sehe schon, wie er da runterspringt und stirbt. Das kann nur gut werden. Okay, es wird auch irgendwie lustig, glaube ich schon. Meine Güte. So akzeptiert es doch endlich, dass sie ist nicht euer Fluss, sondern meiner. So. Ist das schon hier? Ja. Ich sehe es kommen. Er wird springen und er wird sterben. Das ist... Das wird, glaube ich, schon ein bisschen lustig, aber auch irgendwie echt stumpf. Ja, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Ja, zwei Federn. Das wird ausreichen. Darsh, Urki Shawi Wapatash.
Jetzt schubst er uns darunter, safe. Ach nein, okay, er hat für uns einen tollen Aussichtspunkt ausgesucht. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, aber wir wissen alle, was passieren wird. Ist unter seinem, da ist kein Wasser. Okay, also ich setze 20 Euro darauf, dass er stirbt. Vielleicht auch mehr. Das kann nur gut werden. Ah, immerhin hat er sich ein bisschen Stroh drunter gelegt. Naja, ist immerhin, glaube ich, nicht gestorben, ne? Sondern ist in das Stroh gefallen. Ist er daran gestorben? Nein, sieht nicht so aus, okay. Oder vielleicht doch? Es könnte halt jetzt auch sein Grab sein, man weiß es nicht. Ich wollte gerade fragen, ist das Blut? Aber es könnte auch von uns sein, dementsprechend. Man weiß nie. Gut, gibt es hier noch irgendwas Spannendes in der Nähe? Das nächste Spannende ist das hier, ne? Und danach haben wir dann halt schon die beiden Missionen. Na gut, ich würde sagen, das machen wir jetzt noch. Gibt es da irgendeinen Weg hin? Wie soll ich da hinkommen? Wo bin ich überhaupt gerade? Könnte sein, nein, das sieht eher nicht so aus. Wie soll man da hinkommen? Ach so, wahrscheinlich von hier irgendwie, ne? Ja gut, dann wird das jetzt noch nichts. Ich muss noch eine Folge aufnehmen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Höchstens, wenn wir eine Schnellreise machen. Dann machen wir das einfach mal. Okay, wir sind wieder im Schneegebiet. Udam-Heimat. Ah, ich würde das vielleicht jetzt doch noch nicht machen, weil... Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich das in der nächsten Aufnahme mache. Dann machen wir erstmal das hier. What the fuck? Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ja, wir machen das dann in der nächsten Folge und machen in der Folge dann, also beziehungsweise in der nächsten Aufnahme und machen jetzt einfach die Mission. Und dementsprechend würde ich die Folge dann auch einfach an der Stelle schon beenden. Ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber... Muss auch manchmal sein. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und ja, hallo. Aua. Was, hä? Was? Wäre ganz nett, wenn du mir mal helfen würdest. Danke. Oh oh, die Mammuts sind auch schon evil. Gut, ja, wir setzen an der Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!